So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Serie, die Mike und ich starten werden. Wir sind ja noch Anfänger und wir wollen hier einfach ein bisschen so unsere Trainingsvideos ein bisschen hochstellen, beziehungsweise unsere Taktik ein bisschen offenlegen, was uns so gefällt und wie wir uns irgendwo Spots bewachen wollen und was weiß ich was. Ist natürlich nicht alles Eigenkreation, ist natürlich viel Inspiration von anderen, aber es sind auch hier und da ein paar Feinheiten, wo wir sagen, okay, das würden wir so machen. Das Ganze werden wir CSGO Tactics nennen, ganz simpel und einfach. Vielleicht helfen wir noch dem einen oder anderen und könnten natürlich uns auch mal gerne Taktiken oder Tipps in die Kommentare schreiben, in die Videos. Und dann machen wir es jetzt gar nicht so kompliziert. Wir werden jetzt mal den B-Spot verteidigen und zeigen euch jetzt einfach mal, wie wir das machen. Erklären ein bisschen dabei. Habt ihr vorhin im Video schon gesehen, wie es ungefähr ablaufen sollte, wenn es optimal ist. Jo, Mike ist ein bisschen krank, der wird halt nicht ganz so viel reden, aber jetzt gucken wir mal, wie wir durchkommen. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Ist auch Genau. erster Versuch hier. Ja, habt ihr vorher schon das Video ein bisschen gesehen, wo wir so spontan ein bisschen auf Spot gewesen sind. Und jetzt sagen wir halt ein bisschen was dazu. Okay, dann legen wir mal los. Also wichtigste Items sind auf jeden Fall und die Flashbang. Ohne das ist ziemlich schwer, diesen Spot halt durchzuführen. Das Wichtigste und Gefährlichste ist in dem Fall, wir rushen hier rein, also wir müssen schnell sein. Es ist ja bekannt, also es hängt auch natürlich ab, wie schnell die Gegner hier rankommen. Kann sein, wenn die brutal durchpushen, muss man damit rechnen im Endeffekt und nicht hier dann stehen mit der Granate. Aber wir machen jetzt mal den Optimalfall. Sie pushen nicht durch. Ich stehe dann hier, komm reingelaufen, leg erstmal die Flash rein, quasi um die ein bisschen zu blocken, falls die reinpushen wollen. Direkt danach, gefolgt im Prinzip schon fast gleichzeitig, kommt die Smoke rein, um den einfach ein bisschen dicht zu machen. Aber Wahl. nicht jetzt wie hier jetzt gezeigt stehen bleiben, sondern Ja, dass du genau. beim Das Durchlaufen. läuft alles im Rennen. Es muss schnell gehen. In Wahlweise kann ich da noch ein bisschen Feuer reingeben. Müssen wir aber im Normalfall nicht machen. Ich gehe runter. Hier Mike, direkt hopf. vor dieser Lücke hier, die man hier sehr schön Ja, erkennen kann. genau. Ja, dann springe ich einfach drauf. Dann, wenn ich jetzt auf dem Partner quasi stehe, springe ich einmal hoch, der Partner lässt ducken quasi los, dann sind wir halt beide im Stehen. Ich kann einfach mit einem ganz normalen Sprung hier vorne auf diese Ecke springen und bin hier jetzt quasi schon fest drauf. Genau. In dem Moment, wenn ich es schon sehe, erst oben, gehe ich auf meinen Spot. Okay, das war jetzt ein bisschen fail. Ich klettere hier rüber. Optimalerweise landet man hier vorne, kann dann mit einem Satz hochgehen. Hab dann hier noch kurz einen Blick auf die Cutters, aber der stackt eigentlich dann alles komplett Mike ab. Dann kommt meine Smoke hier an die Doppeldoors. Dann habe ich das quasi schon mal abgedeckt und kann hier ganz in Ruhe das Fenster, beziehungsweise wenn jemand durchkommt, den Smoke abdecken. Wenn jetzt heißt, okay, wir müssen weg, dann, Moment, wo habe ich's? Blendgranate, last drop ich hier noch die Blend und dann kann Mike entweder von seinem Spot runter sicher oder man kann hier ein bisschen reinpushen oder kommt eben weg und kann in die Mitte oder auf A gehen. Das Beste ist halt, wenn die Smoke dann hier weg ist und die Ts dann tatsächlich hier durchpushen wollen, man achtet meistens gar nicht hier oben auf den Spot oder hier oben auf der Ja. Kiste. Meistens guckt man hier eher aufs Plateau oder auf die Double Doors, wenn man halt da Oder hier rauskommt. aufs Auto, ja. Genau. Und da kriegt man sicherlich den einen oder anderen Kill ohne großmäßig Schaden Es hinzunehmen. ist halt optimal, wenn man jetzt mit zu zweit quasi B ein bisschen halten muss, verteidigen muss, kann man hier ein paar Kills abstauben, vielleicht auch nur einen, der durchrusht, um hier ein bisschen Action zu machen, während die anderen auf A gehen. Muss man dann natürlich im Notfall sch schnell switchen. Mike, du kannst hier noch den Spot kurz zeigen. Ja, so als kleines Falls man wirklich alleine ist. genau. Ja, das ist der einzige Nachteil an dem Spot gerade, dass man halt den nur machen kann, wenn man zu zweit ist. Man kommt halt hier an. Man muss aufpassen, dass man wirklich hier auf dieser grünen Box ist. Nimmt ein bisschen Anlauf, aber auch nicht zu viel. Springt quasi nach vorne gegen diese Box und landet im besten Fall auf dieser kleinen Ecke hier vorne. Ich gehe jetzt gerade mal als Terrorist in die Cutters rein. Und kommst jetzt mal Ich raus, push während ich, jetzt. genau, während ich geduckt bin, kommst du jetzt einfach mal Ja, ich raus. komme mal raus. Ich suche hier die Spots ab. Sehe ihn komplett gar nicht. Also ihr seht ihn nichts. Jetzt guckt er hoch. Bam, kann mir Headshots verteilen. Und zack. Ja, kann wieder runtergehen in dem Moment. Gut, jetzt ist er gerade hochgekommen. Aber es ist ein sehr, sehr guter Spot, um das Ganze allein zu halten. Jetzt zumindest eben Cutters. Doppeldoors und Fenster ist natürlich damit nicht abgedeckt, aber
Das ist jetzt einfach für einen Anfang, da kommt keiner mit dir, das ist diesen ersten Rush durchhalten quasi, wenn die durch Cutters pushen oder sonst irgendwas, dann ist das alleine der optimale Spot in unseren Augen auf jeden Fall. Genau, da ist man dann auch recht schnell, bevor man dann vielleicht durch Cutters läuft und nach hinten und so weiter, keine Ahnung. Ja, und im besten Fall kann man dann halt noch sein Team jetzt ansagen, okay, dass die jetzt gerade hier, die T's pushen jetzt gerade hier über Cutters. Oder Tunnel, okay. Oder wie man das nennt. Dann würden wir jetzt hier schon mal Schluss machen. Das ist so für uns das optimale B zu halten. Man kann da natürlich wahlweise auch zu dritt machen, dass dann hier noch einer zu dritt quasi, jeder auf einem Spot. Dann ist B, denke ich mal, auf jeden Fall safe abgedeckt. Auch für einen kompletten Rush. Jo. Dann für die erste Folge mal vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und uns euch geholfen hat. Gebt uns gerne Tipps in die Kommentare und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr das cool findet oder ob ihr sagt, okay, das ist langweilig, das kenne ich eh schon alles. Egal, wir wollen es wissen. Haut rein, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.